Ja, am Schluss haben wir den Dreier, den wir uns alle haben gewünscht haben. Das Herzstück Arbeit war der 1-0-Sieg gegen Lugano. Bei mir jetzt der Loris Benito. Loris, heute war es eine wahre Geduldsprobe. Ihr habt gackert und gekämpft und alles gegeben. Und am Schluss hat es gelangt für den 1-0-Sieg. Ja, wir sind belohnt worden für den Aufwand. Ja, es ist nicht immer einfach, aus einer Nazi-Pause wieder rauszukommen. Anknüpfen von dem, was man gemacht hat, ist nicht immer einfach, wenn der Rhythmus unterbrochen wird. Darum haben wir gewusst, was für ein Spiel das wird. Ich glaube, Lugano hat das beide Strecken sehr gut gemacht. Sie wollten mit dem 5er-Riegel defensiv unsere Seite nicht zumachen. Das ist ihnen bei weiteren Strecken gelungen. Dann braucht es das Zauberfüßchen vom Suki, der uns dann einen Sieg holt. Du hast gesagt, eine Nazi-Pause, wo man 2 Wochen den Betrieb am Ruhen hat. Was bedeutet das für einen persönlich, wenn man dann so in ein Match hineingeht? Weiss ich, es ist jetzt 2 Wochen her. Ein paar haben ja noch weite Reisen hinter sich, ein paar haben schwere Spiele gehabt. Ist es normal, dass dann so ein bisschen der Motor am Anfang ins Stottern kommt? Absolut. Also ich glaube, das haben wir nach jeder Nazi-Pause gehabt. Ja, die Erwartungshaltung der Leute ist halt hoch. Wir haben uns diese Position erarbeitet. Wir haben super Leistungen gebracht in dieser Vorrunde. Und dann erwarten halt die Leute mehr als normal. Und ich glaube, das ist etwas, dem wir gerecht werden. Das ist etwas, mit dem wir umgehen. Und wenn man halt weiss, dass dann die Spiele in ein Geduldsspiel wird, dann kann man sich darauf einstellen. Und auch heute, ich denke, wir haben die Ruhe bewahrt. Wir haben geschaut, dass wir hinten möglichst wenig zulassen. Und dann sind wir aber auch überzeugt, dass wir gefährlich sind, für immer ein Goal zu schiessen. Und wenn es dann halt in der 88 ist oder wenn auch, dann ist das gut. Ja, die Geduldsprobe ist am Schluss geglückt. Der Dreier ist eingefahren. Jetzt kann man sich morgen ein bisschen erholen. Und er wartet eines von den absoluten Saison-Highlights auf euch, die Auswärtsreise ins Theater of Dreams, Old Trafford. Jetzt ist es Tatsache. Jetzt kann man sich langsam damit befassen. Was löst es bei dir aus dem Kopf? Ja, also ich glaube, jetzt im Vorfeld des Spiels ist sicher eine grosse Vorfreude da. Viele Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Hang herum ist ein Fußballmatch. Es sind 90 Minuten, wo ManU probiert uns zu schlagen. Wir probieren dort eine gute Leistung zu bringen. Ja, ich muss sagen, dass der Fokus voll auf Lugano da war. Jetzt haben wir ein paar Tage Zeit, um uns auf ManU vorzubereiten. Aber es ist klar, das tägliche Brot ist die Saison. Und da ist der falsche Fokus drauf. Und was wir jetzt hier in Manchester machen werden, müssen wir den nächsten Tag vorbereiten. Der Support ist auch heute Abend grandios gewesen über die ganzen 90 Minuten in Manchester. Erwarten wir über 3000 IBE-Fans. Was gibst du denen jetzt noch auf die Reise? Die machen sich morgen langsam auf den Weg. Was gibst du denen so mit? Ja, es sollen natürlich alle gesund ankommen, dass alles gut kommt. Ich glaube, jetzt das Wettsaufen mit England sollte man nicht machen. Die sind sicher gut drin, darum vielleicht auf das eine oder andere Bier verzichten. Und das Ganze geniessen. Es ist eine schöne Reise. Wir haben uns das verdient, die ganze Stadt hat das verdient. Und ich freue mich, wenn es viele Berner dort hat. Also, wir freuen uns so. Guten Abend, verdaut es gut und erholt mich gut.